Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 17 von Oxygen Not Included. Ja, wir sind hier unterwegs und hier unten ist die Dingens noch nicht ganz fertig und wir haben kein Essen oder nur 770 Kilokalorien. Ist ein bisschen wenig. Ja, da müssen wir schauen, dass wir das in den Griff kriegen. Der Alexander Bug hat mir geschrieben, dass ich ja mal andere Räume bauen könnte. Nicht so den Standard, dass das nicht so langweilig ist und so. Critter, Pens und Farms sollte ich mal anders bauen und ja, da wollen wir das demnächst mal machen und ja, schauen wir, wie wir das so hinkriegen, ne? Dass das nicht so langsam langweiliges Muster ist, was wir hier immer wieder bauen. Ja, wir bauen immer so die Muster, wie die meisten bauen. Das ist klar. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Ja, schauen wir mal. Nahrungsmangel, wie gesagt. Es ist aber hier was gerade gewachsen. Das heißt, wir haben doch nicht so wirklich einen Nahrungsmangel. Wir müssen natürlich zusehen, dass wir hier noch weiterkommen. Das ist klar. Hier unten ist aber gerade so ein bisschen Dingens angesagt. Sag schon, Prio 7 ist aber auch schon, dass wir hier vorankommen, weil wir brauchen unbedingt Strom. Ne? Der Strom ist schon ziemlich schlecht. Und das dauert unwahrscheinlich lange, bis hier der Ofen fertig ist. Ne? Beziehungsweise der Kohlegenerator. Ofen ist natürlich was anderes, ne? Ja, schauen wir mal. Und wieder kein Sauerstoff. Und müssen wir mal gucken, was können wir denn hier so noch machen? Ja, Farmen, Pufflets zum Beispiel, die können wir auch in einen anderen Raum machen. Das fällt mir gerade so ein, ne? Könnte man hier zum Beispiel sehr schön machen, denke ich. Wie ist denn da die Temperatur überhaupt so? Das Overlay? Nee, das war falsch. Da ist es richtig, okay, da ist gemäßigte Zone, aber wir müssen hier mehr gucken, dass wir unsere Dingens machen. Wie heißt das? Unsere Räumlichkeiten, ne? Vielleicht kriegen wir das auch hin. Ja, Batterie ist jetzt mal voll, es wird immer noch geforscht. Hier unten ist aber immer noch nicht fertig. Wie viel Prozent ist denn das schon? Sieht man jetzt gerade hier nicht so, ne? Okay. Hier sieht man es, oder? Nee, auch nicht. Bauauftrag. Gut, hier fehlt es an Strom, ist klar. Wasser. Wasser soll von da hier reinkommen. Würde jetzt momentan aber, glaube ich, gerade nicht so viel bringen, ne, oder? Ich zerlege das da mal und baue da eine Mauer hin. Damit das Becken dann auch höher wird. Kann man die Mauer direkt höher bauen? Ja, kann man sogar. Machen wir so. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das Wasser langsam aber sicher ablassen, oder? Dann würde ich mal sagen, dass man das hier besser nochmal abbricht. Hier weiter vormacht. Das ist ja hier mit dem Licht schon ausklamüsert, glaube ich, ne? Oder? Ne, passt gar nichts. Ein Feld zu viel kann das sein. Ja. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal hier so, dass wir hier so eine Leiter reinbasteln. Und dort dann auf Stufe 4. So, das Wasser mal wegmachen, oder? Und dann müssten wir gucken, dass wir hier aber hinkommen, ne? Das würden wir die Prioritäten natürlich ein bisschen umändern müssen. Machen wir mal so erst. Damit das sichergestellt ist. Wie ist die Prio da? Die ist 5, dann machen wir die immer auf 6. Gut, dann geht das mit dem Wasser definitiv auch noch. Machen wir da auch eine 6 draus. Alle sind am Schlafen gerade, ne? Ja, passt. Wir sind hier mit Nahrung nicht erreichen. Okay, Ellie kann wieder. Ne, Stinky ist es, kann Nahrung nicht erreichen. Okay, dann muss ich hier mal was holen, ne? Okay, ist hier unten schon einer? Nein.
Ja, den Raum haben wir schon größer gemacht, ne? Ja. Kriegen wir das so hin? Toiletten müssen auch noch gebaut werden. Also wassertechnisch müssen wir da auch noch was kriegen. Ellie, nee, Stinky ist das. Wieso kann Stinky Nahrung nicht erreichen? Standardrechte, Ellie, eigene Rechte. Verstehe ich jetzt nicht. Dann müsste da nur mal was abarbeiten, oder? Ist hier irgendwo was? Nein, das ist auch nicht. Erntebereit, Ernteauftrag. Das muss doch alles hier gehen, oder? Automatik. Ja, da geht auch schon einer rein, aber kein Sauerstoff hier, okay. Wir müssten mal gucken, dass wir hier noch einen Luftziegel hinbauen. Dann würde das mal nach unten auch ein bisschen was bringen, ne? Kompost haben wir gar nicht. Ah, da schau her. Kohlegenerator ist fertig. Strom ist auch gegeben. Und hier wird doch Kohle eingelagert, ne? Verbaubares Erz ist Kohle, ne? Ja, passt. Okay. Strom ist bis dahin da. Jetzt muss hier natürlich mal Ressourcen geliefert werden. Und hier können wir natürlich kein Dingens bauen. Kein Lüftungsgitter bauen. Aber was wir definitiv tun werden, ist hier eins hinbauen. Ziegelbau abbrechen und Lüftungsgitter einbauen. So. Hier unten wird die erste Kohle geliefert, kann das sein? So, der läuft. Das heißt, hier geht die Prio auch auf 6. Dann haben wir jetzt was gemacht kriegen. 200 Kilo Kohle. Kein Sauerstoff da unten, ist klar. Und hier fehlt es an Wasser, wahrscheinlich. Granit aufgenommen. Also der läuft. Kommt hier was rein? Ich sehe jetzt nicht, dass hier ein grüner Zippel irgendwo ist. Strom. Ist aber da. Ah, wir produzieren hier jetzt Sauerstoff. Das ist schon mal gut. Ah, da, ich sehe es. Kabel. Zack, Prio 9. Die muss schnell fertig werden. Gut. Ja. Was machen wir dann? Essen. Sieht hier gerade nicht so gut aus, ne? Das ist schon kaputt, oder wie sehe ich das? Oh, Ellie hat hier gerade aufgemacht und hier war Pollen, ne? Ist klar. Ziegel 6. Ziegel 6. So, hier kann einer weiter basteln. Hier wird jetzt auch noch geerntet. Ich hoffe, das wird noch mal was. Wir haben 2000 Kalorien oder Kilokalorien und jetzt nochmal 2600. Okay, das war noch gerade was. Wachstum, Geschöpf, Bewässerung. Wie ist denn hier mit der Erntepriorität? Ah, da ist nur eine 5, da machen wir mal eine 6 raus. Ah, mach so. 6. Und hier, was haben wir hier? Schwarm. Was steht denn da auf 3? Die
Wasserleitung? Ja, die Wasserleitung steht auf 3, okay. Die Wasserleitung wäre aber hier weg. Und da geht es ja auch um Schmutzwasser, ne? Lässt eine Pflanze aus seinem Samen wachsen, muss mit Rohren bewässert werden, erlaubte Pflanzendimension. Keine Flüssigkeit. Braucht doch aber. Ich glaube, es ist Schmutzwasser, was da reinkommt, oder? Ich bin mir da aber jetzt gerade nicht so sicher. Wasser 20, das ist aber steht Wasser und nicht Schmutzwasser. Hm, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Hier können wir auf jeden Fall einen Filter dann reinbauen. So, die Batterie ist natürlich schon voll. Hier muss ich jetzt einfach mal hochziehen, ne, damit wir diese Batterie kriegen. Weil die Batterie geht noch nicht. Weil da fehlt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das ist jetzt gerade doof, ne? Gebäude deaktivieren und das mit einer Prio von 8. Okay, jetzt wird natürlich da oben gerade gearbeitet. Das heißt, wir brauchen auch gerade was, ne? Das ist aber schon mal gut. Jetzt sollte man die Leiter hier auf 6 machen, damit es ein bisschen besser wird, oder? So, der ist erstmal aus. So, und jetzt ist die Batterie hier gefragt. 10 Kilojoule, 9,5. Es wird minimal verbraucht. Okay, ja, 9,3, 9,2. Ja, es wird doch ganz schön schnell verbraucht. Essen ist immer noch ein Thema. Ja. Kühlschrank braucht Strom oder wie ist das? Filter nicht eingestellt. Eingelegte Mahlzeit, Knorpelbeeren, Mehllos, ach, weißt du was? Schmutzwurzeln, ich glaube die nicht da rein, den Rest tun wir da reinnehmen, ne? Und der hat keinen Strom. Oh, hier muss gerade sauber gemacht werden, ist natürlich auch nicht so praktikabel. Ja, der Klotz ist zum Glück schon fertig. Aber ich glaube, wenn ich das hier aufmache, ne? Dann müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass wir hier, glaube ich, etwas mehr Fläche brauchen. Ich glaube, so müssen wir das noch machen. Ja, ich hoffe, das klappt dann so. Das läuft noch. Sauerstoff gibt es jetzt hier, ne? Okay, der Raum hat Sauerstoff und hier kann es hochsteigen. Das ist auch gut. Wir kriegen hier also mehr Sauerstoff hin. Das ist dann erstmal okay. Die Ziegel, die sollten wir vielleicht mal jetzt hier noch ein bisschen praktizieren. Und da. Und da. Machen wir mal so. Toilette eine erst sauber gemacht gleich. Das ist nicht gut. Attributserhöhung. Hat er jetzt hier die Attributserhöhung gehabt? Stinky. Na ja, okay, der ist da jetzt gerade weggelaufen. Okay, dann macht er jetzt auch noch die zweite Toilette sauber, das ist schon mal gut. Ich denke mal, wir sollten. Dieses ist jetzt nicht so hoch priorisiert, ne, oder? Wir haben es schon hoch priorisiert, aber ich glaube, wir sollten die Prio. Ah, die ist auf 4, dann passt das. Das wird erst alles fertig. Dann würde ich da erstmal auch noch die 6 hinschmeißen.
Lass mal so. Hier gibt's Essen. 600 Kalorien ist jetzt nicht reichlich, aber es ist schon mal was da. Und wir müssen gucken, dass wir diese Batterie fertig kriegen. Ne? Die kann man immer noch nicht bauen. Fehlende Ressource, veredeltes Metall. Wie viel war das? 200 Kilo. Veredeltes Metall. Da. 50 haben wir erst. Prio ist aber 8. Aber ist kein Strom da. Gebäude aktivieren. Hier fehlt es wieder an Sauerstoff gerade. Da hat einer eine Sauerei gemacht. Sehr schön. Wischen. Gut, dass wir das Becken hier gebaut haben. Wer war das denn? Ja, weil die Toiletten verstopft waren, ne? Wollen wir nicht drüber reden, oder? Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles sauber. Ja, die Prio ist jetzt auf 5. Ich glaube, die Prio müssen wir fürs Saubermachen mal erhöhen, oder? Hier wäre es sogar ziemlich egal, ob das Wasser darunter fällt, ne? Man müsste es hier nur offen machen, dann kann es gleich da reinfallen, ne? Ist das wasserdurchlässiger? Luftdurchlässiger Ziegel, da brauchen wir noch einen anderen Gitterziegel. Wird verwendet, um Wände und Böden für Räume zu bauen. Lässt Flüssigkeiten und Gase hindurch. Ist jetzt nicht unbedingt der, den ich haben möchte da. Okay, Ellie ist hier stark am Arbeiten. Das ist schon mal gut. Ja, hier unten muss jemand mal aktivieren. Ich hoffe, Lindsay schafft das gerade noch, damit die Batterie wieder voll wird. Sehr gut, läuft. Jetzt kann man da auch wieder ordentlich arbeiten, ne? Gut, dann würde ich aber sagen, sollen wir das erstmal hier so lassen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.